Sag mal, dein Blutdruck und dein Knie, du kannst hier doch nicht rumhüpfen. Meine Knie, ey, das ist alles nur psychisch. Wie die Oma damals gestorben ist. Das geht doch alles wieder, alles Beste. Und du gehst jetzt nach oben und packst deine Sachen, nein, ja? Du kommst wieder mit nach Hause. Geh ich nicht. Du bist schon seit Freitag hier. Nerv das geht mich nicht. Doch nicht, Mama. Außerdem haben wir noch über den Streit zu sprechen von Freitag, das sag ich dir. Was für ein Streit? So, komm du erstmal hoch hier. Deine Enkelin hat eine 5 in Mathe geschrieben. Und als ich mit ihr darüber sprechen wollte, da ist sie einfach abgehauen und hier bei dir gelandet. Und? Ganz einfach. Na, du hast auch eine 5 mal geschrieben. Oh, Papa, was soll das? Das hat jetzt gar nichts mit zu tun. Das tut überhaupt nichts zur Sache. Sie ist faul, sie macht nichts für die Schule, Mama. Sie hat eine Party im Kopf und sie das macht zu Hause nicht. Auch nichts. Genau so ist es. Was war Wo ist denn die Mucke, Mann? Ist das Dylan? Was ja, macht der das denn ist hier? Shit. Was hat denn der dabei für Getränke? Sag mal, was ist denn hier eigentlich los? Wohnt der auch hier oder was? Oh, der ist halt hier, ja. Der wohnt hier mit mir im Gästezimmer. Und überhaupt, bei dir durfte er nicht mal übernachten. Geschweige denn, er musste nachts um 10 nach Hause. Er durfte auch nicht länger bleiben. Ich hab das erlaubt. Ich bin schließlich der Barbie-Boss hier, ne? Das heißt Barbo-Boss. Okay. Ist egal, ich bin der Boss hier. Ich hab das erlaubt. Er wohnt hier mit im Gästezimmer. Sag mal, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ja, ist und? Nicht euer Ernst. Oh, Sex on the Beach. Außerdem ist das Alkohol, geh weg, Papa. Geh weg, Nein, Mensch. Nein, es gibt hier kein Alkohol. Du kannst Tabletten, das kann doch nicht wahr sein. Mama, hör schon auf. 9 Uhr, da gehörst du ins Bett. In 9 Uhr ins Bett, ey. Was soll das denn? Versteh doch einfach, ich bleib hier. Ich fühle mich hier wohl, ich hab keinen Bock mehr auf deine Streitereien zu Hause. Andauernd streiten wir, andauernd machen. Man kann es dir einfach nie recht machen. Ich bleib jetzt hier und ich bin dafür, wir gehen einfach auf Abstand. Und ich will Spaß haben. Komm, du Spaßbremse, du kannst gehen. Wie? Ich kann gehen? Was soll denn das jetzt? Wieso, wer kommt denn da jetzt überhaupt noch? Das ist doch egal, das soll dich nicht interessieren. Komm raus mit dir. Klasse, wie er meine Mutter vor die Tür gesetzt hat. Das war voll fett. Warum bin ich nicht schon früher zur Oper gezogen? Mutter Karen lässt nicht locker. Sie will um jeden Preis für Ordnung in ihrer Familie sorgen. Prima, das gefällt mir so. Was ist denn hier los? Hey, was willst du denn hier? Sag mal, Papa, wie siehst du denn aus? Bist du jetzt Hugh Hefner für Arme oder was? Ey, Gangster-Style. Gangster-Style. Und was sind hier für nackte Frauen? Was ist denn das? Mein Gott, sag mal. Was soll das schon sein? Ich kann doch hier aufhängen, was ich will. Ist mein Haus. Ja, aber ich meine, das kannst du ja auch machen. Aber Maggie ist 16. Was soll denn das? Hey, meinst du nicht, dass sie sowas schon mal gesehen hat? Hä? Papa, das hat damit doch nichts zu tun. Aber guck dir das doch mal an hier. Was ist eigentlich mit Schule? Was soll mit Schule sein? Ich gehe zur Schule. Das ist von Opa eh näher dran. Maggie, du weißt ganz genau, dass ein guter Abschluss auch ein... Mama! Ich weiß, dass ein Schulabschluss wichtig ist. Möchtest du mir das noch 3000 Mal sagen? Ja, gerne. Und überhaupt, ich möchte eh in die Modebranche. Das weißt du ganz genau. Und ich habe einen Modeblog, der läuft mega gut. Und dafür brauche ich halt keinen super Schulabschluss. Modeblog, das ist kein Beruf. Natürlich ist das ein Beruf. Du hast auch... Oh, das, und was bist du eigentlich für ein Vorbild, Papa? Guck dich doch mal an, wie du aussiehst. Du bist doch kein Vorbild. Hey, meinst du, du wärst eine bessere Mutter? Natürlich bin ich eine gute Mutter. Meinst du, wir haben sonst von dir abgehauen? Das ist ja wohl eine Frechheit von dir, das zu behaupten. Ja, sonst ist du dann abgehauen. Ich bin eine gute Mutter. Das finde ich nicht in Ordnung, wie du hier über mich sprichst. Das ist wichtig, dass ich einen Schulabschluss habe. Und du kommst mit nach Hause. Du packst jetzt deine Sachen und dann gehen wir. Da habe ich dich besser. Oh, Mama, träum mal nicht. Ich komme ganz sicher nicht mit nach Hause. Ich werde hier bleiben. Und wenn du das nochmal sagst, dann schicke ich dir das Jugendamt auf den Hals und dann kannst du gucken. Ich kümmere mich jetzt um die Erziehung, weil du das ja offensichtlich nicht auf die Reihe kriegst. Du bist eine richtige Spaßbremse, du Bitch. Komm, redest du eigentlich mit komm, mir? Komm, ich rede, wie ich das will. Das musste mal gesagt werden. Kommt den Hausschlüssel her. Und die hört auf zu lachen. Gib mir bitte den Hausschlüssel. Ich will, Papa, nicht, ich mein, das ich will nicht, dass du hier wieder unerwartet auftauchst. Komm, bitte geh. Bitte, komm. Aber ich meine doch nur gut, Mann. Und mach die Tür bitte hinter dir zu. Ich will die Tür ins Schloss fallen hören. Am nächsten Tag. Opa Knut hat noch lange nicht genug und wird immer selbstbewusster. Doch der 66-Jährige geht zu weit. Ich geh was trinken. Willst du mitkommen? Ja, später. Okay. Ciao. Ich muss ja was sagen, also. Das hat mir so gut gefallen. Ich bin das erste Mal in einem Aerobic-Kurs. Ja. Ich kann auch meine Beine jetzt wieder bewegen. Super. Und meine Maggie, ist meine Enkeltochter, die hat mich hierher geschleppt. Schön. Aber ganz schön, nebenbei, dass es Ihnen gefällt. Sie sehen auch super aus. Sind Sie noch zu haben? Ich würde Sie gerne auf ein Sex on the Beach bei mir zu Hause einladen. Und da könnte ja noch was gehen. Hey. Oh! Das wird jetzt aber wirklich
schon ein bisschen zu viel. Nein, dann, ne? Opa, du kommst jetzt mit. Komm mit. Nimm dein Handtuch. Oh. Nimm dein Handtuch einfach. Oh. Es tut mir so leid. Es tut mir wirklich unglaublich leid. Ich entschuldige mich für meinen Opa, okay? Unglaublich, ne? Ja, es tut mir leid. Komm jetzt. Oh, nee. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Das geht doch nicht. Oh. Hast du die angeguckt? Das ist doch ein hübsches Mädchen, ne? Hast du gesehen, wie jung die war? Ja, gönnst du mir das nicht? Doch, natürlich gönn ich dir das. Dann such dir eine in deiner Altersklasse und fass nicht jungen Mädels an Arsch. Das grenzt doch an sexuelle Belästigung. Sexuelle Belästigung? Ja. Das macht man doch heute so. Heute das flirtet man doch so. So flirtet man nicht. Kurz darauf. Opa Knut sucht weiblichen Anschluss und fackelt nicht lange. Hallo Mädels! Hey, Gisela, bist du das? Das ist mein Lieblingsfitnessstudio. Da gehe ich zweimal in der Woche hin. Schön. Und dann gehe ich auch in die Sauna. Knut, dich habe ich noch nie hier gesehen. Hey, meine Enkelin hat mich auf die Idee gebracht, ey. Super Mädchen, ne? Das ist aber auch ein Traummädel und die bringt dich auf Schwung. Ja, seitdem die bei mir wohnt, geht's mir super. Ich hab mich immer nur gehen lassen, ne? Jetzt werde ich richtig durchstarten. Und ich bin ja auch nicht das alte Eisen, da gehöre ich auch nicht zu, ne? Nein, du bist langsam ein Jungbrunnen. Oh Mann, hier im Fitnessstudio laufen ja echt tolle Mädels rum. Ich glaube, ich werde hier Dauerabo machen. Da kann ich jeden Tag nette Mädels beobachten und auch ein bisschen flirten. Was denkt ihr, was das ist? Ja, ich weiß nicht genau, was das ist. Ja, also, was komm, hockt denn, euch was hin. Was hast du denn da reingemacht? Aroma. Aroma? Ja, ganz normales Fruchtaroma. Aroma. Aroma ist ganz geil, ja. Ja. Aber ich zeig dir was Geileres. Bisschen. Hey, geil, hau rein das Zeug, komm. Ja, los. Direkt. Grenzen auszutesten, das ist ja das eine. Und mal eine Shisha zu rauchen, ist auch in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, ist hier Drogen zu konsumieren. Und hier müsste ganz klar Opa Knut sagen, das ist eine Linie, die hier gezogen wird. Es gibt in meinem Haushalt keine Drogen und wir sehen zu, dass dieses Zeug vom Tisch kommt und auch nie wieder auftaucht. Denn Opa Knut hat eine Verantwortung gegenüber seiner Enkelin. Was soll die denn von Opa Knut als Vorbild noch alles lernen? Ja. Hey, das habe ich schon geraucht, da wart ihr noch eine Windel. Nein. Okay. Ganz sicher nicht. Ja. Oh, ich glaube, das war doch ein bisschen viel. Ich lege mich hin. Ihr könnt das ja vertragen, ne? Was? Bis nachher, ne? Okay. Schön auf der Welt zu sein, sprach die Biene zu dem Stach. Jetzt muss ich aber gehen. Jetzt ist gut. Jetzt muss ich aber gehen. Aber geht? Jetzt muss ich aber gehen. Das geht. Mach dir weiter, das geht schon. Am nächsten Tag. Opa Knut ist wieder fit und zu allen Schandtaten bereit. Der Rentner will endlich berühmt werden. Opa, nimm mal die Brille ab. Nee, die Brille kann ich nicht abnehmen. Dann kann ich den Text doch nicht lesen. Ach, ja, aber das ist doch nicht so cool. Ach, das ist cool genug. Bist du aufgeregt? Ich bin total aufgeregt. Aber der Dylan, der hat mir ja schon einiges gezeigt. Kannst du überhaupt rappen? Nee, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aber Dylan hat mir einiges schon gezeigt. Und das kriegen wir hin. Ganz bestimmt. Das hin. Lass uns jetzt mal anfangen. Ja, lass uns das auch starten, oder? Ja, Mann. Du auf hinten hier schön tanzen. Du machst dir das Ding an. Du bleibst hier da sitzen. Und ich film das. Schaffst du, Opa. Und los. Digga, was geht ab? Yo, hier kommt MC Opa Knut. Yo, da bin ich. Ist MC Opa Knut. Rappen tut mir super gut. Die Krücken hab ich weggeschmissen. Wenn euch das stört, drauf geschissen. War viel zu lang im Ruhestand. Jetzt nehme ich die Sache selber in die Hand. Geh joggen, tanzen, saunen, saufen. Besser ganz für mich nicht laufen. Hier ist MC Opa Knut. Rappen tut mir super gut. Die Krücken hab ich weggeschmissen. Wenn euch das nervt, drauf geschissen. Ich werde das jetzt online stellen direkt und die Medien werden sich drauf lassen. Ja, Mann. Oh, bin ich bekannt werden. Online kriege ich da auch diese Klicks da oder wie sich das nennt? Mindestens eine Million. Boah, ey, da
welcher berühmt. Welcher Opa hat denn sowas an, Mann? Welcher Opa kann rappen? Hey, dann bin ich nicht mehr der Enkel Schreck. Ja. Dann bin ich der Chef von der Bande. So real, das ist Gang. Ja, der Gang ist auch egal. Ja, Mann. Hey, darauf trinken wir einen. Also der Opa-Rap, das war das Geilste, was ich hier gemacht habe. Da werde ich auf meine alten Tage noch richtig berühmt. Das ist richtig cool. Euer MC Knut. Yeah. Papa? Oh Mann, ey. Sag mal, Papa. Oh Gott, Papa. Oh Mann. Oh, das ist, was willst du denn? Oh, kannst du dich bitte mal anziehen? Das ist ja ekelhaft. Was machst du denn da? Hey, ich muss fit sein für die Damenwelt. Muss ich gut aussehen und für meine Karriere als Rapper sowieso. Du willst Rapper werden? Was ist denn hier eigentlich los? Sag mal, da unten ist eine Shisha. Dann nimmt man Drogen mit und das soll deine sein? Hey, dann hast du hier diese Partys. Was ist denn mit dir los? Wo warst du ganz anders? Ich will für die Damenwelt schön sein. Und als Rapper will ich Geld verdienen. Dann muss ich von oben bis unten topfit sein. Wenn Mama das wüsste, die würde sich im Grabe umdrehen. Ach, ehrlich. Quatsch, Mama. Die ist 5 Jahre tot. Und vor allen Dingen, ich weiß doch nicht, wie lange ich noch habe. Aber jetzt habe ich erstmal eine Fotosession mit Maggie. Und ich denke mal, du könntest dich jetzt mal verbieseln. Du hast überhaupt keine Vorbildfunktion. Komm, komm, komm. Das, warum schmeißt du mich denn jetzt schon wieder raus? Ich meine, das war nur gut. Weil ich Fotosession mit Maggie habe. Komm, geh. Opa? Ja, hier draußen. Ah, doch, hier draußen. Okay. Ah, oh mein Gott. Ja. Was? Gut, ne? Ja, Mann. Und noch, hammer geil. Scheiße, Maggie hat mich fein gemacht. Ja, natürlich. Und der Lippenstift, hammer sexy. Ja, super, super. Ey, geile Idee, Baby. Ja. Hammer krank. Wow. Opa, wollen wir ein paar Fotos machen? Ja, gerne. Würde ich auch sagen.